Matthias Horx, wie wir leben werden. Und Matthias Horx ist Zukunftsforscher und vielleicht der bekannteste seiner Art. Wer aber keine Vorträge und Workshops von ihm besuchen kann oder will, kann seine Bücher lesen. Wie wir leben werden heißt im Untertitel Die Zukunft beginnt jetzt und enthält Prognosen über verschiedene Bereiche des Lebens, zum Beispiel Geburt, Arbeit, Wohlstand, Politik, Krieg oder Tod. Dabei kann man Horx' Methode recht gut sehen. Er entwickelt aus historischen Fakten mit Hilfe von Studien und Theorien Zukunftsvorhersagen. Diese historischen Zusammenhänge sind sehr gut erklärt. Ein paar Prognosen als Beispiele, damit ihr wisst, wie das ungefähr aussieht. Horx behauptet, es wird bis 2040 über 2000 Länder geben, es wird mehr Naturkatastrophen geben, es wird Designerbabys geben, die man bis ins hohe Alter machen kann, und China wird bis 2020 eine Demokratie sein. So, in diese Richtung bewegen sich die Vorhersagen, die im Buch durch eine Art Rahmenhandlung zusammengehalten werden. Es geht nämlich um zwei Lebensgeschichten von Zukunftsmenschen, die lose miteinander verknüpft sind und ein wenig das Leben in der Zukunft illustrieren sollten. Manche Prognosen sind übrigens schon falsch. Das Buch ist nämlich 2005 erschienen und man kann es heute ähnlich wie ein Rätselbuch lesen und herausfinden, was jetzt schon nicht mehr stimmt. Und mit etwas Fantasie kann man daraus bestimmt auch ein Trinkspiel machen und dazu eignet sich das Buch jedes Jahr besser.